Hallo zusammen, so schön seid ihr alle da. Wir haben Gäste aus Deutschland, habe ich gehört. Deshalb versuche ich mein Bestes mit einem anständigen Deutsch. Bitte verzeiht, wenn sich einige Fehler einschleichen und mein Schweizerdeutsch ein bisschen hervorkommt. Chur ist für mich immer ein Nachhausekommen. Obwohl ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr da wohne, ist es trotzdem immer wieder so schön, bekannte Gesichter zu sehen, aber auch unbekannte. Und ich habe es vorhin gedacht, als wir hinten waren und uns vorbereitet haben auf den heutigen Abend. Und diese Stimmung, die einfach immer im Team ist, die ist unschlagbar. Ich finde es immer wieder so schön zu sehen, wie motiviert alle sind, die sich investieren, und was für eine Herzlichkeit und familiäre Atmosphäre das darüber springt. Und ich hoffe, jeder Einzelne heute fühlt sich willkommen. Und ja, deshalb schön, trotz der Hitze seid ihr alle da, und danke dir, Daniela, dass du es so kühl wie möglich gehalten hast und extra schon früher da warst, um die Klimaanlage einzuschalten. Wenn ich heute Abend ein bisschen rot bin, ist es nicht wegen Verlegenheit, obwohl das vielleicht auch noch mitspielt, sondern wegen der Wärme. Du kannst lachen, du hast einen Fächer. Ich durfte heute das Thema frei wählen. Es sind ja Sommer-Celebrations und weniger Leute sind da. Viele sind in den Ferien oder kamen gerade aus den Ferien zurück. Und es scheint immer so einfach zu sein, ein Thema wählen zu können. Aber da es so viele Themen und wichtige Themen gibt und auch Themen, die man wahrscheinlich schon x-mal gehört hat, habe ich ein Thema gewählt, welches mir nahe ist und welches mich vielleicht manchmal auch traurig macht. Und es wird nicht nur ganz einfach vielleicht, aber ich hoffe, dass es uns alle weiterbringt. Und zwar ist es das Thema Beziehungen und ist es das Thema, wie unsere Gottesbeziehung einen Unterschied macht in unseren Beziehungen, die wir hier auf der Erde führen. Und der ausschlaggebende Punkt für mich ist nicht mal nur die positiven Beziehungen, sondern einfach alles an Schmerz, was ich schon gesehen habe, nicht mal in erster Linie in meinem Leben, sondern einfach auch in vielen anderen. So viele gescheiterte Ehen, so viele gescheiterte Freundschaften, die teilweise über Jahre hinweg andauerten und dann auf einmal passierte irgendwas, es war vorbei, Familien, die nicht mehr miteinander reden, Kinder, die ihre Eltern kaum mehr kennen, die Großeltern, die keinen Kontakt zu den Enkeln haben dürfen, etc. Und es ist so traurig für mich, dass es auch nicht wirklich ein Unterschied ist, ob man gläubig ist oder nicht, ob man mit Gott unterwegs ist oder nicht. Genauso viele gescheiterte Beziehungen sind zu finden, egal ob man Gott kennt oder nicht. Und das macht mich irgendwie traurig, weil ich denke, dass wir doch eigentlich einen Vorteil hätten. Und ich glaube wirklich, dass unsere Gottesbeziehung nicht jede Beziehung heilen kann und nicht unbedingt, dass jede Beziehung oder dass keine Beziehung zerbricht, das will ich damit nicht sagen, aber ich glaube, es macht einen Unterschied. Und ich glaube, dass grundsätzlich, dass es immer möglich ist, dass eine Beziehung mit Gottes Hilfe wiederhergestellt werden kann. Und genau deshalb, ja, ist das Thema mir ein Anliegen. Weil ich kenne es aus eigener Erfahrung. Meistens wollen wir unsere Fehler oder auch Dinge, die wir vielleicht einfach selbst nicht so toll an uns finden, wollen wir ihre Tendenz verstecken oder nicht so öffentlich zeigen. Und wir ziehen uns zurück. Und das scheint in erster Linie so harmlos zu sein. Aber ich denke, es macht sehr viel kaputt und es führt auch häufig zu Lügen in unserem Leben. Es führt dazu, dass wir uns selbst belügen, weil wir es uns nicht eingestehen können. Es führt dazu, dass wir andere belügen, weil wir müssen ja anstatt dieser Wahrheit, müssen wir ja dieses Unschöne durch etwas anderes ersetzen. Deshalb erzählen wir vielleicht eine Lüge. Oder wir machen uns einfach auch unzugänglich. Ich durfte oder musste auch schon selber merken, dass Vertrauen erst wirklich aufgebaut werden kann, wenn die Menschen in deinem Umfeld auch deine Fehler sehen. Auch das, was vielleicht bei dir nicht so klappt. Es schafft eine tiefere Beziehung, wenn wir erlebt haben, wie wir Fehler machen in einer gemeinsamen Beziehung, aber daraus stärker hervorgehen oder diese Beziehung wiederherstellen können. Und genau das, denke ich, ist möglich mit Gott. Und ich will
ganz am Anfang von der Bibel beginnen, weil es ist eigentlich nicht ein neues Phänomen, dass wir uns zurückziehen. Und da wollen wir im 1. Mose lesen. Da war die Situation, dass Adam und Eva im Paradies waren, alles war gut. Und da gab es diesen einen Baum und Gott hat gesagt, von diesem Baum dürft ihr die Früchte nicht essen, weil es ist der Baum der Erkenntnis. Und ja, wie wir alle wahrscheinlich wissen, Adam und Eva dachten, sie wissen es besser und haben von diesem Baum gegessen. Und dann passierte Folgendes. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Und wenn ich diese Szene mir bildlich vorstelle, muss ich schon fast ein bisschen grinsen, weil ich es mir einfach so lustig vorstelle, wie sich Menschen versuchen, von Gott zu verstecken. Und zwar so wirklich. Also ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich hinter einem Busch versteckt oder vielleicht haben sie sogar eine Abdichtung gebaut. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen sollte. Aber ich denke so, ja, Gott sieht ja alles. Also wieso versteckt man sich? Und trotzdem ist, glaube ich, diese Situation für uns alle auch, obwohl sie irgendwie unlogisch ist, auch so vertraut. Wie häufig schon haben wir etwas vielleicht nicht so Tolles gemacht und trotzdem irgendwie kommen wir nicht direkt zu Gott, sondern denken, ja, ich bete jetzt einfach eine Weile nicht. Wenn wir uns schämen für etwas oder wenn wir wie wissen, insgeheim etwas war nicht gut, fällt es uns häufig so schwer, diesem direkt in die Augen zu sehen und einfach hinzustehen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das zum Beispiel bei sehr kleinen Dingen. Mir sind Dinge peinlich, die anderen vielleicht gar nicht peinlich sind, aber mein Mann fordert mich in dieser Beziehung sehr positiv heraus, weil er erzählt solche Dinge viel schneller als ich. Das heißt, ich mache zum Beispiel, oder ich hatte einen Autounfall, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, und so von meinem Typ her, ich informiere diese Personen, die es gerade zwingend wissen müssen, aber mir wäre lieb, wenn so wenig Leute wie möglich davon erfahren. Und mein Mann, ich habe ihn angerufen, weil ja, es war ein Totalschaden, also ich konnte nicht mehr weiterfahren, deshalb brauchte ich jemanden, der mich abholt. Und auf dem Weg zu mir hat er es irgendwie geschafft, seinen besten Freund zu informieren, meine Eltern zu informieren. Und ich merke, wie... Ja, wieso? Es ist nicht falsch, überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich schön, dass er sich kümmert und dass es auch Leute in meinem Leben gibt, die sich kümmern. Aber ich merkte, das fordert mich nur schon heraus, weil ich das selbst nicht machen würde. Und er ist in dieser Beziehung viel, viel besser darin, einfach Dinge zu sagen, die vielleicht nicht gerade optimal gelaufen sind. Und da kann ich wirklich viel von ihm lernen. Und es hat auch meine Gottesbeziehung verändert. Weil Gott ist vertrauenswürdig und er stößt uns ja nicht zurück, weil wir etwas falsch machen. Was ich auch spannend finde, aber auch sehr logisch, ist, dass es uns normalerweise einfacher fällt, mit jemandem über unsere Fehler zu sprechen, von dem wir wissen, dass ihm auch schon vieles nicht gelungen ist. Es gibt uns wie so ein bisschen ein besseres Gefühl, nicht? Und auch vielmal erlebte ich, wenn ich von etwas erzähle, was ich persönlich finde, dass ich nicht so gut mache, dass mich Leute wie beschwichtigt haben. Ja, aber das geht allen so, du bist da nicht die Einzige. Oder mein Lieblings ist auch immer, ja, es gibt ja noch manche, die machen es viel schlimmer. Und ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit. Aber ich habe gemerkt, ich will dort nicht stehen bleiben. Ich will ja nicht, dass einfach jemand anderes noch schlimmer ist als ich. Oder dass es den anderen auch so geht. Sondern ich will es nächstes Mal besser machen. Und ich glaube, es verändert auch unsere Beziehungen, wenn wir uns nicht damit zufrieden geben, dass der Partner ja dasselbe macht. Oder ja, meine beste Freundin hat mich auch angelogen, ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das auch mache. Sondern wenn wir uns bewusst entscheiden, ich möchte mich anders verhalten, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich denke, das Schwierige ist, dass wir bei Menschen, auch gerade wenn wir unsere Fehler zugeben, dass wir nicht wissen, wie sie reagieren. Oder vielleicht wissen wir es sogar, vielleicht wissen wir, dass Ablehnung kommt, vielleicht wissen wir, dass Unverständnis kommt. Aber bei Gott ist es nicht so. Bei Gott wissen wir, dass keine Zurückweisung kommt.
Bei Gott wissen wir, dass er einen Plan hat. Wir wissen, dass er mit unseren Fehlern umgehen kann. Und deshalb finde ich es immer spannend, dass es uns trotzdem manchmal so schwierig fällt, direkt zu Gott zu kommen mit unseren Anliegen. Weil Gott geht uns nach. Gott lässt uns nicht einfach im Stich. Auch das lesen wir ganz am Anfang wieder bei der Geschichte von Adam und Eva. Sie versteckten sich. Und Gott hat sie nicht einfach gelassen. Gott ist ihnen nachgegangen. Könntest du den Vers noch einblenden? Das wäre super, danke. Den nächsten gerne. Genau. Und ich finde das Verhalten wieder so spannend und auch sehr typisch. Es hat sich über die Zeit, denke ich, auch nicht verändert, weil Gott konfrontierte sie und sagte, ja, habt ihr denn von der Frucht gegessen, von der ich gesagt habe, ihr dürft nicht. Und Adams Reaktion war, ja, eine Schuldzuweisung an die Frau und auch an Gott, denn er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Und auch die Frau war kein Stück besser. Auch sie sagte, ja, es war die Schlange, die hat mich verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. Und das hat sich über die Jahre einfach nicht verändert. Ich weiß nicht, ich glaube, wir Menschen ticken immer noch genau gleich. So schnell, wenn uns jemand mit etwas konfrontiert, schieben wir es weiter. Oder wir haben eine gute Begründung dafür. Ich sehe das im Job tagtäglich und ich sehe das auch bei mir selbst und ich sehe das auch in unserer Ehe so häufig, dass wir streiten und mit der Zeit ist der Streit nicht wirklich mehr, oder wir streiten nicht mehr wirklich wegen dieser Sache, von der der Streit ausging, sondern wir streiten vielleicht über ganz andere Themen. Und wieso ist das? Weil wir die Schuld weiterschieben, oder? Im Sinne von, ja, du bist auch kein Stück besser oder du machst dafür immer das und das und das. Ich habe vielleicht das, aber du dafür das. Wir versuchen es irgendwie zu rechtfertigen, wir suchen uns zu verteidigen. Und wieso machen wir das? Wieso können wir nicht einfach sagen, ja, das stimmt, es tut mir leid, das habe ich falsch gemacht. Wieso können wir nicht zu Gott gehen und einfach sagen, Herr, da bin ich schon wieder ich und schon wieder wegen demselben. Und ich danke, dass du mich siehst und dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast. Ich denke, je mehr wir in einer, oder je mehr wir gefestigt sind in Gott, umso mehr wir wissen, dass wir eben auch fehlerhaft genügen, nicht wegen uns, sondern weil wir den Wert von Gott haben, weil er uns geschaffen hat, umso einfacher fällt es uns vielleicht, einfach bei uns stehen zu bleiben und sagen, ja, das war falsch. Oder ja, das kann ich nicht. Und das ist etwas, wo ich mich selbst herausfordern will und wo ich auch hoffe, dass ich nicht alleine darin bin, dass wir sagen, ja, wir lassen uns herausfordern. Wir schauen mehr darauf, was Gott über uns denkt, als dass wir zulassen, dass uns unsere Schuld oder unsere eigene Anklage einnimmt. Spannend finde ich immer, wie man merkt, dass wenn man sich eigentlich falsch verhält, dass es meistens noch schlimmer kommt als am Anfang. Also eben zum Beispiel, wenn so ein Streit eskaliert, das ist eigentlich null produktiv und auch nicht lösungsorientiert. Und wenn man es von außen beobachtet, würde man sagen, ja, aber es ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Aber wenn man sich selbst in dieser Situation befindet, dann macht man es doch meistens wieder genauso. Heute ist einer meiner Punkte, versteckt euch nicht. Versteckt euch nicht vor Gott. Und gerade weil Gott dich kennt, musst du dich nicht verstecken. Er weiß es ja sowieso. Er weiß sowieso, was nicht gut gelaufen ist. Und er ist auch nicht überrascht davon. Wir können Gott auch nicht wirklich enttäuschen in diesem Bereich, weil er weiß es ja schon. Er hat uns geschaffen, er weiß auch, wo diese Fallen liegen. Jeder Einzelne hat seine eigene Persönlichkeit und durch das auch andere Herausforderungen, andere Dinge, die wir nicht so gut können oder ja, die uns schwerfallen. Und Gott ist nicht überrascht und sagt, oh, jetzt muss ich umdenken. Oder ja, jetzt hast du das schon zum 4. oder 5., 6., 7. Mal gemacht, jetzt reicht mein Tod nicht mehr aus. Er ist ans Kreuz gegangen, genau dafür, weil es wir selbst nicht schaffen. Und deshalb
versteckt euch nicht. Und auch ich will mir das immer mehr zu Herzen nehmen, dass ich mit Dingen, die ich selbst an mir nicht so toll finde, dass ich sie nicht einfach verstecke, sondern dass ich offener und ehrlicher damit umgehen kann. Denn es ist der Feind, der uns klein halten will. Es ist der Feind, der will, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht genügen. Es ist der Feind, der will, dass Beziehungen auseinanderbrechen. Und wenn ich selbst unzufrieden mit mir bin, auch wenn man meint, dass das niemand anders merkt, aber das hat Einfluss auf die Beziehungen, die wir leben. Wenn ich selbst zwar weiß im Kopf, dass Gott mich kennt und dass er mir vergeben hat, aber es rutscht nicht ins Herz, dann handle ich nicht danach. Und wenn ich nicht danach handle, dann beeinflusst es unsere Beziehungen. Und zwar enorm. Ich möchte aus der Waffenrüstung, die im Epheser noch beschrieben ist, einige Punkte herausnehmen. Wie ich erwähnt habe, ich glaube, dass häufig, wenn wir uns verstecken, dass Lügen dazukommen. Muss nicht zwingend so sein, aber ich glaube, es passiert häufig. Und in der Waffenrüstung beschreibt ja Paulus eigentlich eine Anleitung, wie wir oder was wir machen sollen, wie wir uns wappnen sollen gegen diese Angriffe vom Teufel. Und das Erste, das er erwähnt, ist: Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Wieso ist die Wahrheit ein Schutz? Es wirkt mehr wie eine Eigenschaft, aber nicht wirklich wie eine schützende Eigenschaft. Jedenfalls für mich nicht. Aber ich glaube, gerade der Gürtel ist auch nicht in erster Linie ein direkter, ist nicht eine Waffe, oder? Aber spannend ist auch, dass früher diese Schwerter, die waren am Gürtel befestigt. Das heißt, wenn jemand kein Gürtel getragen hat, hat er normalerweise kein Schwert getragen. Und das Schwert wird ja auch gerade bei dieser Waffenrüstung als Wort Gottes erwähnt. Das heißt für mich auch indirekt keine Wahrheit, kein Wort Gottes. Und diese Wahrheit ist so entscheidend, dass wir eben erkennen, was gut und was schlecht ist, dass wir erkennen, wo das unser Verhalten auch unsere Beziehungen vielleicht negativ beeinflusst, wo unser Selbstbild unsere Beziehungen beeinflusst, was gut ist, was schlecht ist. Ich glaube, die Wahrheit ist ziemlich schwarz und weiß, genauso wie der Gürtel. Entweder du trägst ihn oder du trägst ihn nicht. Und der zweite Teil, der auch gerade in der Waffenrüstung beschrieben ist, da könntest du auch gerne den Vers noch einblenden. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Auch da wieder zu wissen und eben nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, dass wir errettet sind, dass Jesus diesen Preis gezahlt hat, dass keine Schuld zu groß ist, die wir tragen, die ist so, so entscheidend, dass wir geschützt sind vor den Angriffen vom Teufel, weil er versucht immer, uns zu sagen, dass wir nicht genügen. Und alle, die schon mal Fußball gespielt haben oder sonst irgendeinen Sport, gerade auch, wenn er ein bisschen intensiver verfolgt wird, das ist eine gängige Taktik des Gegners. Man versucht, seinen Feind einzuschüchtern, oder? Man versucht, den anderen glauben zu lassen, dass er es gar nicht erst versuchen soll, weil es sowieso nicht klappt. Und das ist auch der Feind. Er sagt uns so viel Mal, auch gerade mit diesen Vorwürfen, die wir häufig uns selbst machen, dass wir es nicht schaffen, dass diese Beziehung sowieso zu Ende ist, dass es sowieso nicht klappen wird, dass ich es nie hinkriege. Aber Gottes Wahrheit ist anders und deshalb komme ich zum nächsten Punkt. Weil ich Gott kenne, möchte ich ihn besser kennenlernen. Diese Wahrheit, die so ein wichtiger Schutz ist, die kommt nicht einfach von selbst. Weil wir stehen in dieser Welt und wir haben meistens, also mir geht es so, die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalte über keine Ahnung was, sind häufig nicht zwingend mit Gott unterwegs. Das heißt, sie haben andere Ansichten, sie stehen anders dazu. Sie sagen mir, ja, Notlügen sind okay. Ja, du wirst den anderen verletzen, wenn du ihm die Wahrheit sagst. Also mach es lieber nicht.
das ist nicht die Wahrheit. Ja, klar, es verletzt vielleicht den anderen. Und trotzdem glaube ich, es ist besser, die Wahrheit zu sagen. Und genau all diese Einflüsse von außen, die kommen. Und das Fernsehen sagt dann sowieso etwas anderes. Und auch die Medien und auch die Nachrichten. Und überall, wo wir hinhören, auch vielmal Musik, die wir hören, egal was, es sind so viele Meinungen. Und es ist so, so entscheidend, dass wir Gottes Meinung kennen. Und ich finde es spannend, in jeder Beziehung, ich glaube, es ist der Killer, wenn man stehen bleibt und sagt, jetzt kenne ich dich. Jetzt muss ich dich nicht mehr weiter kennenlernen. Ich denke jetzt gerade in meiner Situation, an unsere Ehe auch. Wenn ich einfach sagen würde, so ist Patrick, ich sage extra Patrick, nein, so ist er halt, ich kenne ihn jetzt. Ich glaube, es wird langweilig, weil ich gehe gar nicht mehr davon aus, dass er mich überraschen könnte. Ich traue ihm auch nicht zu, dass er sich verändert, positiv, vielleicht auch negativ. Nein, aber das glaube ich dann auch nicht mehr. Ich sage einfach, so ist er und das bleibt so stehen. Und das finde ich auch bei Gott. Wie kann ich jemals sagen, ja, ich kenne Gott? Sondern ich glaube, wenn wir ihn kennen, dann wächst dieses Bestreben, dass wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Und ich sehe bei mir selbst, wie häufig investiere ich in alle möglichen Beziehungen, aber nicht in die Beziehung zu Gott. Aber eben, wer gibt mir zum Beispiel meinen Wert? Wenn ich viel mehr darüber mit meinem Mann spreche als mit Gott, dann ist es auch wahrscheinlich, dass ich meinen Wert von ihm abhängig mache. Das heißt, wenn er wütend ist oder wenn er mir vielleicht kein Kompliment macht oder keine Ahnung was, dann beeinflusst mich das mehr, als wenn ich vielleicht gerade einfach so viel Zeit mit Gott verbracht habe, dass ich weiß, ich genüge, es ist okay. Wenn ich beim Arbeiten bin und ich bin schon unzufrieden mit mir, ich habe schon das Gefühl, ah, das kann ich nicht, da habe ich zu wenig Erfahrung, da bin ich zu jung und ich gehe mit dieser Einstellung arbeiten, dann muss nur noch irgendeiner der Mitarbeiterinnen sagen, oh Mann, kapierst du das nicht? Und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich ausflippe oder dass ich einfach noch deprimierter bin, dass ich meinen Job weniger gut mache, weil ich glaube es ja. Ich glaube es ja, dass ich nicht genüge. Und wenn ich meinen Wert immer von anderen Leuten abhängig mache, und das passiert so schnell, weil eben diese Beziehungen sind gerade vor uns, die erleben wir tagtäglich, wir müssen uns nicht darum bemühen. Manchmal wollen wir es auch gar nicht. Aber wir sehen ja immer die gleiche Person bei der Arbeit zum Beispiel. Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, dass wir mehr Zeit in die Beziehung zu Gott investieren und auch darauf bauen, dass diese Beziehung stabil ist und dass wir eben nicht nur hören, sondern auch wirklich zulassen, dass es in unser Herz rutscht. Weil das ist ja alles nichts Neues, denke ich, für die meisten jedenfalls. Ich denke, dass Gott uns kennt, ja, das wissen wir, ja. Dass Gott uns liebt, ja, das wissen wir auch. Aber handeln wir danach? Glauben wir es so tief, dass wir auch gerade, wenn Schwierigkeiten kommen, das anwenden, was wir eben wissen, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, auch wenn es nicht unser Grundgefühl ist. Und deshalb, diese Zeit, die wir mit Gott verbringen, wird sich irgendwann auszahlen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht nicht gerade in diesem Moment, in dem du irgendwo im Alten Testament eine Geschichte liest und denkst, ja, es betrifft mich nicht. Aber trotzdem, es hat einen Einfluss, es ist Nahrung für unseren Geist. Und Gott ist der Einzige, der unser Herz verändern kann. Das durfte ich in meinem Leben auch schon merken. Es geht nicht, ich kann jemandem noch so lange sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Es verändert eine Person nicht wirklich. Aber wenn diese Person sagt, Gott, ich lade dich ein, du darfst an mir arbeiten, dann weiß ich, dass Gott unser Herz zum Guten verändert. Wenn du immer wieder in der Bibel liest, irgendwann glaubst du es. Irgendwann ist es auch deine Wahrheit. Das passiert vielleicht nicht nach dem ersten Mal, vielleicht auch nicht nach dem zweiten Mal. Aber es lässt uns nicht kalt und es berührt unseren Geist und unser Herz und wir werden geschliffen. Und dann ist es vielleicht so, dass du nach einem Jahr zeigt dir Gott vielleicht, hey, du solltest dich bei dieser Person entschuldigen.
Oder vielleicht sagt er, hey, ja, diese Person war ungerecht zu dir und sie hat dich nicht gut behandelt, aber mache trotzdem du den ersten Schritt. Eine Frau hat mir erzählt, wie ihre Beziehung zu ihrem Vater wiederhergestellt wurde. Und er war wirklich, also er war gewalttätig, er war nicht so ein Vater, wie man sich das wünschen könnte. Und Gott hat ihr gesagt, geh und entschuldige dich bei ihm. Und das stelle ich mir so, so schwierig vor, wenn du auf diese Weise wirklich verletzt wurdest und du musst den ersten Schritt machen und noch Entschuldigung sagen. Entschuldigung sagen, dass du ihn vielleicht gehasst hast. Weil die Welt würde dir sagen, nein, jetzt muss er den ersten Schritt machen. Er war der, der sich nicht korrekt verhalten hat. Es ist ja klar, dass du ihn hasst. Aber das ist nicht das, was Gott zwingend sagt. Weil Gott macht auch immer den ersten Schritt wieder auf uns zu. Oder er ist einfach immer da. Und er lädt uns immer wieder ein, obwohl wir immer wieder denselben Fehler machen. Das ist auch nicht fair. Aber es ist, wie er lebt und es ist, wie er liebt. Und er kennt uns. Und wenn wir ihn kennen und auch danach handeln wollen, dann denke ich, verändert es uns. Und sie durfte erleben, wie diese Beziehung zu ihrem Vater wiederhergestellt wurde. Und das ist für mich, wenn ich so etwas höre, das ist ein Wunder. Klar sind auch Jahre vergangen und klar geschieht auch Heilung in dieser Zeit. Aber Gott hat an ihrem Herz gearbeitet und er hat in der Zwischenzeit auch an seinem Herz gearbeitet. Und das ist das, was wir nicht sehen. Sondern es ist das, was, ja, was einfach übernatürlich ist und was nur Gott machen kann. Ich finde es wunderschön zu sehen, wenn sich unsere Gottesbeziehung verändert. So in einem Song heißt es so schön, I love you, I need you, I want you. Und ich denke, wenn wir Gott lieben, dann beeinflusst es unser Handeln. Wenn uns bewusst ist, dass wir Gott brauchen, beeinflusst es unser Verhalten und es gibt uns diese Sündenerkenntnis. Und es ist umso schöner zu sagen, ich will dich. Nicht eben, weil man es muss, nicht weil man Zeit verbringen muss mit ihm, sondern weil man es will. Für mich immer die Frage ist, wenn du Gott nicht kennst, wohin gehst du mit deiner Unsicherheit? Wohin gehst du mit deiner Schuld? Weil du musst es ja irgendwie mit dir selbst ausmachen. Ich finde das so schwierig. Wohin gehst du? Aber auch wenn du Gott kennst, wohin gehst du mit dieser Unsicherheit? Wohin gehst du mit Verletzungen? Und ich glaube, wenn wir zu Gott gehen, dann ist Wiederherstellung möglich. Für Beziehungen, es ist möglich, dass wir etwas positiv prägen können, von dem wir denken, na, das ist eh schon verloren. Und es ist ja, mir heute wirklich ein Anliegen und deshalb möchte ich auch gerne dafür beten, dass wir unser Herz öffnen und auch diesen Wunsch immer mehr in uns verspüren, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen, um ihn besser kennenzulernen. Und auch wirklich glauben, und zwar ganzheitlich und es unser Handeln bestimmt, dass er uns kennt und dass wir uns nicht vor ihm verstecken müssen. Weil wenn wir uns verstecken, gehen wir immer auf Distanz. Jedes Mal, wir machen immer einen Schritt zurück, einen Schritt zurück, einen Schritt zurück. Das heißt, die Beziehung, die wird immer distanzierter. Jedes Mal. Und deshalb, glaube ich, fordert uns Gott heraus, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und er verurteilt uns nicht. Wir können das bei ihm üben. Bei Menschen ist es manchmal noch schwieriger, aber wir können es nur schon bei Gott üben, einen Schritt auf ihn zuzumachen, wenn wir etwas haben, das uns beschäftigt, etwas, das wir vielleicht auch verbockt haben. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns kennst und uns trotzdem liebst. Du kanntest uns schon, bevor wir geboren wurden. Wir können dich nicht überraschen. Und ich danke dir dafür, dass du uns vergibst. Ich danke dir, dass du ein Gott von Beziehungen bist. Du liebst die Wiederherstellung. Du willst, dass wir auch dich erkennen und ich wünsche mir, dass diese Liebe, die wir haben, dass diese Hand und Fuß hat, dass wir uns
dir zuwenden, dass wir dich suchen, dass wir dich immer, immer besser kennenlernen wollen, dass wir nicht stehen bleiben und uns zufrieden geben mit, ja, das machen halt alle so. Sondern dass wir uns ausstrecken nach dir. Herr, ich bitte dich um Wiederherstellung für so viele Beziehungen, die gerade einfach schwierig sind, die vielleicht auch drohen auseinanderzubrechen, Beziehungen, die vielleicht schon auseinandergebrochen sind. Ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Ich danke dir, dass wenn wir uns von dir führen lassen und wenn wir einfach nah bei dir sind, dass so vieles mehr möglich ist, als einfach, wenn wir es selbst versuchen. Danke, dass du uns nicht zurückweist. Danke, dass unsere Schuld auch für dich nicht zu schwer ist. Ich danke dir, dass durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz, dass wir frei sind. Und ich bitte dich, dass wir diese Freiheit nutzen und diese Waffenrüstung anziehen. Und dass wir nicht mit Lügen leben, sondern dass wir uns für diese Wahrheit entscheiden, die ich wirklich glaube, dass diese heilend ist und ja, dass es ohne diese Wahrheit nicht möglich ist, gesunde Beziehungen zu leben.